Moin, moin, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Because Gaming is Fun und Let's Play StarCraft 2. Doch noch nicht zum Community-Event, weil wir gerade nach der letzten Runde doch noch Bock hatten, einen hinten ranzuhängen. Von daher. Können wir noch nicht mal wissen, ob's. Ja, genau, wir wissen nicht, ob es jemals ein Community-Event geben wird. Wenn ihr mal Bock haben solltet, mit uns zu zocken, schreibt uns das irgendwie in die Kommentare oder sowas, dass wir das wissen. Dann lässt sich da bestimmt was einrichten. Also, ich würde es cool finden. Wie es bei Krischi ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Ja. Das hätte ich widersprochen. Also ich hätte auch Bock drauf. Immer neue Leute kennen, ein bisschen zocken, sowieso immer geil. Richtig. So, aber jetzt zum jetzigen Spiel. Krischi will zum ersten Mal, zum zweiten Mal in seinem Leben mit den Zerg spielen, hat also keine Ahnung, wie man mit denen spielt. Wir werden Hardcore verkacken. Ich spiel wieder gegen eine schwere KI und eine mittlere KI. Sascha hat darauf bestanden, ich war dafür, dass wir zwei mittlere nehmen. Ja, krach. Pipifax. Wir spielen auf der Karte Mondkolonie 5 und würde ich sagen, hoste rein in die Tasten, Krischi. Alles klar. Die Aufforderung musste kommen, weil Krischi hostet, also. Ja, ja. Ich habe jetzt, nachdem du mich letztes Mal angemotzt hast, habe ich gedacht, jetzt warte ich stur auf sein Signal. So. Hui. Okay. Gott, jetzt. Wie wenig Dingskirchen gibt's denn da? Da ist echt wenig Platz drauf. Oh, oh. Ne, nicht unbedingt wenig Platz, aber wenig Mineralienfelder. Na gut, die sind halt außerhalb der von der Basis, ne? So. Oh Gott, Larve wählen? Was? Ja, ich muss die erste Drohne machen. Erste Aufgabe, was? Ich weiß noch in ganz grob, wie das hier ablief, aber. Boah, ich weiß nicht, welche Gebäude man wofür bauen muss. Ich weiß, dass man irgendwie Larven machen muss, dass man seinen Creep verbreiten muss. Dass man alle Einheiten aus diesen Drohnen morpht, dass man irgendwie eine Königin bauen kann, die einem mehr von diesen Larven gibt. Aber ich habe jetzt wirklich keine. Da weißt du schon fast mehr als ich. ja, aber hast recht. Du brauchst den Brutschleimpool, zum Beispiel um Zerglinge zu entwickeln zu können. Ja. Also, das ist ja die grundlegende Einheit der Zergs. Dann Hydralistenkammer für Hydralisten. Komisch, komisch. Komisch. Wie das ja, nur? Eigentlich ist fast jedes Gebäude für eine Einheit gut, kann man fast sagen. Ja. Oh, wir brauchen mehr Overlords, alles klar. Ja. Rein vom Prinzip her finde ich die Zerg ja echt spannend. Ja, also ich auch. Sie gehen mir deutlich zu schnell drauf und dafür bin ich dann zu noobig. Das wird mir jetzt auch passieren, bevor mein Overlord immer noch nicht fertig ist. So, jetzt endlich. Aber dafür kann man auch gleich drei Larven gleichzeitig morphen, also im Prinzip. Richtig. Du brauchst jetzt so einen Brutschleimpool. Achso, zum Bau mutieren. Voraussetzung Brutschleim. Achso, Brutschleimpool wird ein Gebäude sein, ne? Genau. Ey, bei den Zerg war das doch so, die Einheit geht ja auch drauf, ne? Also meinst die Drohne wird dann ja zum. Genau, die Drohne wird zu der Einheit. Beziehungsweise auch zu dem Gebäude. Richtig, das sehe ich nämlich gerade, weil das ja eine organische Rasse ist. Ja, genau. Ne? Ja. Achso, ich glaube, ich hatte es. Nee, ich hatte es bestimmt noch nicht erwähnt, aber ihr seht es heute wieder aus meiner Perspektive. Genau. Du hast es quasi implizit gesagt, indem du gesagt hast, dass es wie letzte Folge ist. Und da war es aus deiner Sicht, also. Ja, gut. Dann ist ja alles gut. Könnte man jetzt behaupten, du hast es trotzdem erwähnt. Alles gut. So. Ich brauche eine Kaserne, um es zur Satellitenzentrale auszubauen. Gut zu wissen. Also, wisst ihr, wie man hier auch, wie viel Vespingas und so man hier braucht, ne? Komm, wir bauen jetzt erstmal einen Brutschleimpool. Warte mal, wie sind wir denn überhaupt erreichbar? Da ist eine größere Rampe nach unten. Da sind. Alter Schwede! Sobald wir die Rampe runter sind, ist das ein mega offenes Feld. Ja. Das ist übel. Aber das unten ist auch nochmal, aber da ist auch noch eine zerstörbare Rampe. Also, das ist nicht so gut geschützt hier alles. Nee. Boah, sobald wir auf die zweite Basis zugehen, wird's hart. Und du als Zerg musst auf die zweite Basis. Ich muss schnell auf die zweite Basis. Und ich spiele mit einer schweren KI dazu. Ja. So, ich werde jetzt bald mal die Kaserne bauen. Irgendwie komme ich diesmal langsamer voran als im letzten Spiel. Ah. Gut, dass die Leute mir gerade nicht zugucken müssen. Ich stelle mich echt doof an, glaube ich. So, bleiben wir mal ein bisschen bei Krischi. Nein. 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 So, komm. Direkt den nächsten Vespin-Geysir da.
Also an alle, die häufiger StarCraft spielen und insbesondere Zerg, es tut mir leid, ja. Ich werde einige sehr dumme Fehler machen. Ja, gut. Werdet ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber... Ja, ich übe. Richtig. So. Wir werden mit der Zeit schon noch besser. Ja. Das war... So, jetzt kann ich eine Königin erschaffen. Das machen wir doch erstmal. Ich weiß gar nicht, wie ich da runtergehen soll. Beziehungsweise, klar, runtergehen kann man, aber wie soll man das da dann verteidigen? Das geht ja überhaupt nicht. Inwiefern meinst du das? Ja, sie können einfach von allen Seiten kommen. Achso, ja, klar. Man kann sich kein bisschen abschotten. Das ist wahr. Hey, was ist denn der Kack hier? Okay. Gut, die Kaserne ist gleich fertig. Nee. Wollte ich nicht. Jetzt ist das natürlich das Problem, was ich immer mit den Zerg habe. Ich habe die Mineralien, aber ich habe keine Larven. Ja. Ich brauche gerade erst die Königin, damit ich mir mehr Larven geben kann. So, jetzt hänge ich ein bisschen fest. Ja, das stimmt. So, warte, jetzt... Nee, das war eine Kackidee. Ah, da ist die Königin. So, Larven. Jawohl. Scheiß mal da drauf. Ich will die Satellitenzentrale. Ich muss wissen, was wir für Feinde haben. So. So, schon mal ein paar Einheiten ausbilden. So. Komm, mach ein bisschen hinne hier. Nee, das läuft noch nicht so rund wie letzte Runde, finde ich. Irgendwie? Ja, so wirklich, ne? Was ist ausgeführt? Ach so. Alles klar. Das war gut. Jetzt haben wir so, Zerg und Terraner. Sie spielen genauso wie wir. Oh, okay. Der Schwere ist Terraner. Okay. Und der Mittlere? Genau, die Mittleren sind Zerg und da machen sich schon erste Einheiten auf den Weg, habe ich gerade noch erkennen können. Lol, okay. Da war gerade schon einer hier direkt vor uns bei der Basis. Der Zerg war mit ersten Zerglingen da. Okay. Uncool. Maschinendock. Oh, ja, dann hau mal das ganz schnell da raus, du. Ah, du willst auch schon mal ein bisschen ausspielen? Nee. Ich will mal Hallo sagen. Also nur mal, nur eine kleine Armee hinstellen, falls er irgendwie ankommt und meint, er könnte uns dumm kommen oder so. Alles klar, das klingt so, doch gut. Upgrade-Möglichkeiten für Zerg-Bodeneinheiten, genau. Ja komm, jetzt erforscht doch mal ein bisschen schneller hier. Oh, oh. Ich brauche mehr Overlords. Ja, ich brauche gleich auch neue Maschinendocks. Quatsch, nicht Maschinendocks, Versorgungsdepots. Hm. Hey, warum sind da nur noch 2 von 3? Was soll denn der Kack? Boah, ich bin gerade ein bisschen gestresst hier. Schwarmstock, das erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Zerglingen um 100%. Das will ich haben. Krass, fetter Scheiß. Das will ich haben. Zu Baum mutieren. Kann ich das nebenbei machen? Jawohl. So, ich stelle einfach mal hier ganz vorne an die Ecke einen Sensorturm hin, dass wir rechtzeitig sehen, ja, wann er kommt. Gute Idee. Könnte natürlich gut sein, dass er das schnell kaputt macht, aber... Mit dem Risiko müssen wir leben, ne? Ja, eben. Gut. Ich brauch nochmal ein WBF dahin. So. Was denn, können wir direkt hinten ransetzen? Und ich krieg noch ein bisschen langsam hier Energie. Finde ich ein bisschen doof. Okay, der Sendeturm ist fertig. Sehr gut. Also die halbe Map haben wir jetzt abgedeckt, vor allem zu deiner Seite hin. Ja. Ich bin mal so frei und stelle hier an die Seite der Rampe auch nochmal einen Bunker hin. Na klar. Bei dir. Oh, da kommt er aber mit. Oh Gott, mit was kommt der denn da alles an? Ach du Scheiße. Okay, Sascha, hast du eine Armee? Nein! Sehr gut. Okay, Zerglinge gegen Zerglinge. Komm, hau ihn weg. Freund, ich sage Zerglinge gewinnen. Was mach ich denn da jetzt? Boah, seine Festbestlinge machen meine ganze Armee platt. Kann man die dann kontrolliert zur Explosion bringen? Komm, ich hab zwar eine Einheit dafür. Okay, kabbelt euch fett.
Ich komme mit meinem einen Marine hin. Besser als nix. Alter Schwede, warum sind deine alle down? Weil er scheiß Bärstecker hat, da. Okay, du hast noch einen Bunker, alles gut. Alter, what the fuck. Das Schöne ist, der Zerg ist der mittlere Gegner. Oh. Scheiße. Komm, Labor. Da kommt schon die nächste Welle. Das müssen Terraner sein, die sind langsam. Na, na, na? Ja, Marines. Magst du mal ein WBF hier hinstellen? WBF? Was? Basis wird angegriffen? Achso. Ja, damit du gleich die Bunker verteidigen kannst. Sie haben meinen Sensorturm abgerissen. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Oh shit. Oh, mein Zergling ist tot. Das ist jetzt suboptimal. Lang gehalten, ne? Mein Bunker ist down. Krischi, wir haben ein Problema. Oh mein Gott. Wir haben ein Problema molto grande. Weißt du, was mein Problem ist? Was? Ich hab voll viele Mineralien, aber ich habe keine Larven. Dabei benutze ich doch schon meine Königin hier, um Larven zu spawnen. Ja, ich bin so gerade minimal überfordert. Okay, meine Königin ist nicht stark genug. Genau, schlag ihn mal möglichst schnell zurück. Ich habe nämlich leider gerade nichts, womit ich dich unterstützen könnte. Ich habe ihn Ohr. Sehr gut. Lol. Der Spite mit dem WBF? Oh, Junge, das war aber knappig. Oh ja. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Nee, nicht so wirklich. Der Gebäude, ey, das geht gar nicht hier. Ich kann nicht keine Armee ausbauen, wenn ich keine Gebäude habe, um eine Armee zu bauen hier. Das bräuchte man als nächstes. Ich habe keine Upgrade-Möglichkeit für Schaben, ich will Schaben überhaupt mal bauen können. Eieieiei. Nee, diesmal. Achso, ermöglicht das Ganze auch. Okay, 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 okay. Diesmal ist die Führung von Krischi nicht da. Kein Wunder, dass es nicht läuft. Schaben hier, komm, ich brauch Schaben, ich brauch Schaben, ich brauch Schaben. Mach keinen Schabernack hier. Also ich benutze einfach alle Larven, um immer ganz viele Zerglinge zu spawnen. Aber nur Zerglinge ist auch nicht gut, du. Zerglinge sind viel zu schnell down. Ja, ich weiß, ich baue ja gerade das Gebäude, dass ich auch andere Einheiten bauen kann, aber ich muss ja erstmal dahin kommen, dass ich. Ach so, du bist. Oh lol. Aber das ist jetzt natürlich leicht suboptimal. Ich musste quasi erst verstehen, dass ich die Gebäude bauen muss, damit ich hier. Das hatte ich dir doch gesagt gehabt! Ja, aber ich hab's vergessen, also. Ich vergessen in dem Sinne, aber ich hab's halt nicht auf die Reihe gekriegt hier nebenbei mit all dem anderen Kram, der ansteht. Ja, so, kleines Problem, ich kann keine Gebäude auf deinem auf deinem Schleim bauen. Ja, stimmt. Heißt, ich kann da keinen Bunker hinsetzen. Das ist wahr. Jawohl! Mach mal wieder ein paar Larven hier, ich brauch Larven, 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 Larven. Achso, da fliegt ein Overlord bei deiner zweiten Basis rum. So, Schaben, sehr schön. Alles klar. Benötige weitere Depots, sag das doch. Mach dich auch mal zu dieser Evolutionskammer, ich will forschen. Das war nicht so langsam. Und dann kommst du eine kleine Drohne auch mal mit her und du morphst dich mal zu. So. Hydralisten will ich haben, genau. Ja, Hydralisten sind meine Lieblingseinheit, der Zerg. Die liebe ich einfach nur. Okay, jetzt kann ich aber relativ schnell eine große Armee aufbauen, muss ich sagen. Alter! Ja, die Zerg müssen halt auch immer in riesigen Gruppen angreifen, wa? Die gehen halt so schnell hops. So. Ich hab die Mineralien, ich muss es nur umsetzen, das ist alles. Jetzt baue ich eine Riesenarmee. Ja, ich baue mal ein paar Verteidigungsanlagen, sag ich mal.
weiter entwickeln. Mehr Lava, mehr Lava, mehr Lava. So, du baust mal hier ein Waffenlager, bitte. Oh! Oh, oh, von links kommen sie. Und von der Mitte kommen sie auch. Ja, Vorsicht, ich glaube aber mit den Belagerungspanzern treffe ich dich auch. Oh, oh, sie greifen deine kleine Basis an. Oh, 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 uncool. Maybe? Ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll, du. Ich krieg ihn platt, ich krieg ihn platt, ich krieg ihn platt. Sehr jawohl! Gut. Boah, ich guck sogar halbwegs verteidigen, ey. Wir waren hier jetzt los, achso. WBF, WBF, wofür brauche ich dich? Ich brauche dich, um einen Raumhafen zu bauen. Ja, Raumhafen ist wichtig jetzt. Oh, es geht los. Wie viele Einheiten habe ich noch? Okay, ich kann noch ein paar. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien? Ach du Shit. Egal. Ist natürlich auch clever. Hydralisken! Ach da, Verseuchergruppe. Gut, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Limit unterwegs hier von meinen Ressourcen. Verseuchergruppe, das Ding brauchen. Bauhinder. Oh. Düpp, 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 düpp. Okay, warte, ich krieg so langsam Probleme mit meinem Vespingas. Ich brauch mal noch einen Extraktor. Ah, Vespingas geht bei mir. Nee, das, ja doch. Wie sieht's bei deinen Mineralien ansonsten aus? 300 Mineralien. Also nicht ganz so pralle. Die 500 geschickt. Oh, muchas gracias, Senor, aber wäre doch nicht nötig gewesen. Ja doch, ich will, dass du uns auch verteidigen kannst. Sieh zu, bau Einheiten. Ja, bist du gleich tot? Ich habe jetzt hier schon so ein paar Marauder stehen. Gut. Was soll ich machen? Der solcher Bau. Schwarm wird, was? Mach mal lieber einen Schwarm, komm. Panzerbrechende Sprengladung aktiviert die 250mm Punisher-Kanon des Tors. Aha. Der Tor scheint noch einen Special-Angriff zu haben, kann das sein? Keine Ahnung. Ah, da sowas, ja. Du mal da rein, du auch mal da rein. Du mal da mit rein und du mal da mit rein. Ich brauche schon wieder mehr Overlords hier. Ist ja krank. Ganze Overlord-Armee da oben, ey. Okay. Hier ist der Tor. Das ist sehr schön. Benötige weitere Depots? What? Mineralienfeld erstellt. Los, los, los! Und Schwarmstock hier. Komm, Schwarmstock mutieren. Das ist etwas, was mich von meinem großen Glück noch trennt. Benötige weitere Depots durchgeführt. Ja, ich baue ja schon neue Depots. Stress nicht rum hier, Alter. Jetzt produziere ich gerade so viel Mineralien, wie ich es gar nicht kompensieren kann. Das ist gut. Brauchst du ein bisschen noch was? Ich bin jetzt gerade bei 1200. Ich auch gerade 1200. Okay. Ich hoffe, dass mein Schwarmstock bald fertig ist. Bauen wir das hier auch mal zum Bau aus. Ist klar. Ich muss
muss aber mal zugeben, ich baue einfach so ein bisschen alles querbeet und erforsche mal ein bisschen hier und da, was so gut klingt, ne? Ja. Vertretbar. So Poster wollte ich jetzt hier machen, nicht? Komm, setz du mal das dahin. Du brauchst mal noch einen Bunker dahin. So, hier wieder mit der Königin mehr Larven machen. Da auch. Mein Schwarmstock mittlerweile mal fertig. Bald. Ja. Lohnt es sich, Helions auszubilden? Was meinst du? Oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen! Bei mir! Denkst du, du kommst klar oder soll ich rüberkommen? Komm mal rüber. Obwohl, komm mal. Nein, ich komm gleich, komm gleich, komm gleich. Alles safe, alles safe, alles safe. Oh, sie kommen nämlich bei mir auch! Huiuiui! Ich mach ihn, du da platt, ich mach hier platt. Soll da der Belagerungspanzer? Und wo macht er mir so viel Schaden? Das ist gut möglich. Bei dir kommt der Taraner. Ja. Das finde ich auch gut, dass bei dir der schwere Gegner kommt, bei mir in der Mitte. Das ist schwer. Du hast den Plan gekriegt, aber warum macht er mir dann sogar verdammt nochmal viel Schaden? Ja, die Zerg kriegen halt schnell auf die Fresse, ne? Ja, aber es waren auch so Explosionen, so weißt du, so wie so ein Belagerungspanzer, der einfach reinhält, so BAM auf die. Alter, der hat ja fast meine Basis down hier. Was? Soll ich helfen kommen? Nee. Also, er ist besiegt. Achso, okay. Nur er hat meine Festung halt auf 150 Leben oder sowas runtergebracht. Ah, okay. Verstehe. Kommt noch was? Wie viel Vespingas hast du? Ich hab 1000. Magst du mir 500 abgeben? Jo. Ist das möglich? Ja. Danke. Die Staffel, du. Weiter forschen. Da setzen wir mal noch einen Bunker hin. Oh, da kam er gerade schon wieder. Mit Taranern, wenn ich mich nicht verguckt habe. Bin dafür, wir gehen gleich mal zum Gegner. Ja, das hatte ich jetzt gerade auch schon überlegt. Oh lol, der hat sich hier in die Mitte hingesetzt mit dem Zerg. Siehst du das bei mir? Auf der Minimap? Yo! Der hat sich schon expandiert hier. Moment. Ja, nicht so cool, du. Nee, durchaus nicht. Und was jetzt, fragt sie. No! Da wollten die Mitbewohner was. Warte. What? Da wollen die Mitbewohner was. I'm playing with Sasha right now, I'm coming later. Ja, ist das... Ah, da. Lol. Da hat meine Einheit mal eiskalt den Formling platt gemacht. Sehr gut. Ohne jedes Zögern. Okay, er ist hier doch nicht stationiert, aber der Schleim hat sich nur mega weit ausgebreitet. Auch wenn ich nicht ganz weiß, warum. Oh, hallo. Und ja, der hat Belagerungspanzer. Oh ja. Holy shit, der... Zurück. Das hast du allein nicht. Deine Armee geht drauf, zieh ich zurück. Ja, meine Armee geht auch drauf. Alter, what the fuck? Er verfolgt mich. Arschloch. Ja, er verfolgt mich nicht mehr. Er kommt mit einem Marine hinterher. Alter Schwede, was hast du denn da alles? Ah, gut. Was meinst du, wollen wir es riskieren? Du, ich hab fast keine Einheiten mehr. Der hat fast alles vor mir platt gemacht. Aber wir sind ihm jetzt gerade überlegen. Sind wir? Sicher? Nein, aber vielleicht. Hoffnung habe ich. Meinetwegen können wir gleich einmal los. Warte, ich heile mich noch einmal kurz fertig. Ja klar. Oh, meine ganzen Mineralienfelder sind gerade hart drauf. Ja, bei mir ebenso. Komm, hau mal raus hier. Ja gut, wollen wir? Ja, warte noch eine Sekunde, meine Dings werden gerade erforscht. Okay, wir können. Okay.
Dann zum Angriff. Ich warte noch auf dich. Ach, du brauchst deine nächste Basis. Ja, ja, ich muss. Meine Mineralienfälle im ersten sind völlig erschöpft. Ich habe nur einen Medi Havoc, das ist aber scheiße. Oh, da oben hat er schon eine Basis. Lol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 . Gut, dann gehen wir da unten hin. Das war jetzt uncool. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Soll dein Medivac heilt sogar meine Einheit? Ich wollte gerade sagen. Nice, Mann. Okay, dann. Links. Alter, der hat Ultralisken. Oh, der hatte Auren. Alter, wie viele Panzer hatten der da? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, ich hab Frame-Einbrüche. Meine Armee ist auf. Das ist jetzt mal super, Baldo. Drei Hydralisten hab ich noch. Ich komme. Nee, bleib weg, scheiß drauf. Lohnt sich nicht. Ja, ich bin down. Aber ich hab ihm noch ordentlich was reingedrückt, sag ich mal. Ich glaube, wir haben gerade eine Offensive von ihm verhindert. Ja, dann wäre er aber zu dir gekommen. Ja. Kommst du sowieso immer die ganze Zeit zu mir, das dumme Arlo. Vespin-Geysir erschöpft, das ist aber nicht so cool, du. Was erwartest du jetzt von mir, dass ich tue? Ich arbeite doch schon dran. Das war aber auch gerade ein dickes Gemetzel, ein richtig dickes Gemetzel. Ja, bei mir dauert es halt immer ein bisschen, bis ich Einheiten ausgebildet habe, wa? Boah, ich muss sagen, das nächste Mal spiel ich wieder Terraner oder Protoss. Ich weiß, dass meine Mineralienfelder erschöpft sind. Was soll ich denn Gottverdammt noch machen? Oh oh. Was? Oh shit. Oh shit, very much. Ich hab nichts zum Verteidigen, Krischi. Sascha, bitte Hilfe. Ja, ich komm ja. Aber ich hab nichts. Ich hab nur die Flammenwerfer. Gerade ein paar. Ui, ui, ui. Sicher. Das war nicht so geplant. Wie lange das dauert, so ein scheiß Mineralien-Dings zu bauen hier, ne? Alles klar. Und da kommt auch schon der Terraner mit seinem WWF und hat's rausgefunden. Oh shit. Was baut der denn da hin? Leute, baut da einen Drinks hin! Sascha! Was? Wo? Wer? Oben, der Terraner! Bei mir! Was macht er da? Bunker. Hä? Ich will Bunker neben meine Basis bauen, die ich gerade erst gesetzt habe. Was? Sag doch nicht oben bei dir. Das bin ich, du Bobo. Junge. Mich erschreckt. Ich dachte, baut er jetzt einen Bunker. Ich dachte, was ist das jetzt für eine miese Taktik von der KI? Oh, Krischi, mach mich doch nicht so fertig, ey! Du hast mich gerade fertig gemacht hier! Warte, nee, das brechen wir nochmal ab. Oh, ein Reaktor stattdessen dahin. Basis wird angegriffen. Wo? Wer? Hier. LOL! Ich sag doch, er war das! Ja, aber das ist mein Bunker! Wo doch nicht da oben bei meiner Basis? Okay. Ah, das ist. Achso, da hat er einen Bunker! LOL! Ja! Und ich dachte, das wärst du, weil du hast davor auch überall Bunker. Also, nachdem du gesagt hast, du dachtest, das wärst du. Alter, mit was kommt denn der da alles an? Boah, Alter, kann ich wieder voll vergessen. Meine Dings sind wieder tot hier. Wann geht's los? Boah, Alter, Junge, Junge, Junge. Ja. Ja, ich weiß, dass die Basis angegriffen wird. Ich kann nur gerade nichts machen. Kann er nicht mehr. Alter, der hat Tors. Ich brauch so langsam keine Mineralien mehr ab, weil die KI alle meine Dings platt macht hier. Alter Schwede. So, nach vorne, lauf da.
Komm, mach ihn platt, mach ihn platt, mach ihn platt, mach ihn platt. Nee, 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 nix im Belagerungsmodus hier. Das ist aber schön. Oh mein Gott. Ich hab keine Einheiten. Belagerungsmodus. Krischi, ich hab keine Einheiten mehr. Ich würde sagen, das Ding haben wir verkackt. Ich auch. Lol, ja, genau. Lol, er hat hier unten auch schon. Alter, wieder überall schon seine Mineralien abbaut. Wir haben auch. Kein Wunder, dass wir verlieren. Der hat so viel mehr Mineralien als wir. Ja, das wäre durchaus denkbar. Ja, nehmen wir das Ende noch mit Fassung oder was ist der Plan? Wie bitte? Nehmen wir das Ende noch mit Fassung oder was ist der Plan? Nehmen wir das was? Ende mit Fassung. Ach so. Ja. Okay, der hat da eine Basis. Alter Schwede, wie viele Einheiten der Wichser nur hat. Ich sammle noch eine letzte Armee. Ja, sehr gut. Ich habe keine Basis mehr, kann keine Mineralien mehr abbauen. Tito. Ich habe noch 16 Mineralien. Ja, 320. Komm, machen wir das auf ganz unkonventionellen Weg. Na? Ja, immer so 500 Meter zu dem Mineralienfeld hinrennen. Oh! Vielleicht auch nicht. Alter. Jawohl, Junge. Grand Final. Okay, ich bin tot. Alter, what the shit. Ja. Alles, was wir haben zum Angriff. Ja, ich hab nichts mehr, das ist das Problem. Ja, ich schick doch alle drin. Obwohl, alle doch, drin. Ich hab eine ganze Menge WBFs. Ihr kriegt einen Ultralisken down. Okay, doch nicht. Überraschung! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, gut, komm. Wollen wir uns nicht bis zum Ende angucken, oder? Oder hast du noch was zum Verteidigen? Ja, ja. Echt? Achso, ja, Love. Okay. Dann. So sehr es mich auch schmerzt. Sascha hat das Spiel verlassen. Ja, also ich habe aufgegeben. Ist jetzt trotzdem Punkte? Ja. Allerdings nicht sonderlich viele. Ja, gut. Dann hat sich das erledigt, würde ich sagen, wa? Ja. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Nee, meine Ressourcen. Nee, ich hab als Zerg einfach nix gerissen, ne? Oh. Das war's halt. Was uns aber du hast eine ganze Menge an Aktion per Minute. Also Actions per Minute. Was? Actions per Minute? Meine Fresse. Ja, gut, aber nützt ja alles nix mehr, ne? Ja, ich war trotzdem wieder der letzte Platz. Ey, du warst fast so gut wie die mittlere KI. Oh gut, ich dachte, dass ich Zerg erst ein zweites Mal gespielt habe, das geht noch klar. Jo. Du hast nicht ein Gebäude zerstört. Schäm dich, Krischi. Ja, ich weiß, das ist... Ich habe zwei Gebäude zerstört, wie das denn? Oh. Vernichtete Einheiten hast du ein paar mehr als ich. Gebaute Einheiten 321, ja genau. Was hat's gebracht? Nichts. Ja, gut. Das war ordentlich für'n Arsch, kann man mal behaupten. Ja, würde ich auch sagen. Also, nächstes Mal wieder Protoss oder Terraner. Jo. Oder mal ein 4-on-1 mit Sascha. Uiuiui. Ui, ui. Dann musst du aber Zerg nehmen. Nein. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, ja. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Runde von StarCraft wieder. Bis genau. Die Tage, Leute. Tschüss. Kein Tschüss mehr von Krischi? Doch, ich hab doch Tschüss gesagt. Hast du? Okay. Ja. Hab ich nicht gehört. Dann nochmal Tschüss, Leute.